Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, der sich in den letzten 5 Minuten grundlegend verändert hat, weil ich nämlich einen Plan hatte für heute, was der heutige Podcast werden soll. Und dann habe ich mich vor mein Mikrofon gesetzt, bin still geworden, habe die Augen geschlossen und wollte mich einstimmen auf den Podcast und habe gemerkt, nein, das ist gar nicht das Thema, worum es mir wirklich im Herzen heute geht. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich lieber mit Ihnen über das reden möchte, worum es in meinem Herzen geht. Und genau ist das ist nämlich das Thema. Im heutigen Podcast möchte ich Ihnen sagen, dass in diesen speziellen Zeiten, heute ist nämlich wieder zum zweiten Mal Lockdown in Deutschland, der hat heute begonnen, dass es heute weder möglich ist, wirklich zu planen, so wie wir uns die Dinge vorstellen, nämlich eine gewisse Sicherheit zu bekommen, indem wir sagen, das soll so sein und so werden. Das klappt im Moment nicht. Und dass wir auch wenig bis gar keine äußere klare Navigation haben, die uns verlässlich führen kann, wo wir sagen können, ja, das ist das, wo ich vertrauen kann, dass da die Kompetenz ist, mich durch diese Zeiten wirklich sicher zu führen. Das gibt es so gut wie kaum. Es gibt keine Sicherheit. Und doch bin ich der Überzeugung, dass es eine gibt und die liegt in mir. In mir gibt es eine Navigation und über die möchte ich heute reden, wie wir diese Navigation finden und was es bedeutet, ihr zu folgen. Und bevor ich einsteige in den Podcast, möchte ich Sie ganz herzlich zu einem ganz, ganz für mich besonderen Abend nochmal einladen. Und das ist der 11.11., das ist nächste Woche um 20 Uhr, ein kostenloser Online-Abend mit mir. Und an diesem Abend geht es darum, um die Frage, wie kann ich wirklich das in mein Leben bringen, was mit mir im Einklang ist, was mein Leben in Verbundenheit, in Fülle und in so ein Gefühl, ja, hier bin ich richtig, an meinem Platz bringt. Und wie kann ich mein Leben dahin bringen, dass mein Leben wirklich zu dem wird, was ich mir wünsche und dass es nicht immer dieses Gefühl in mir gibt, dass ich so ein Saboteur in mir habe oder da draußen alle möglichen Saboteure sind. Dass ich mir wünsche, dieses zu tun und jenes zu lassen. Und was mache ich? Ich lasse jenes und tue dieses. Das kennen, glaube ich, alle, dass wir so selbstzerstörerische Mechanismen haben, dass wir überhaupt nicht in unsere Kraft kommen, dass wir überhaupt nicht die Beziehung leben, die wir gerne leben möchten, dass wir nicht der Berufung folgen, dass wir nicht die Fülle und das Geld haben, was wir uns wünschen. Wie geht das? Wie kommt mein Leben immer mehr in seine Kraft? Und wie kann ich selbst dafür sorgen, auch wenn die äußeren Umstände es mir schwerer machen, so wie jetzt gerade in diesen Zeiten? Darum soll es am 11.11. für uns, liebe Frauen, gehen. Wir werden sicherlich an diesem Abend wieder tausende Frauen sein. Und ich freue mich sehr, 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 an diesem Abend nochmal meinen Weg mit Ihnen zu teilen, wie ich von innen nach außen mein Leben verändert habe und wie ich jeden Tag mehr, erst recht in diesen unsicheren Zeiten gerade, mein Leben von innen nach außen bestimme. Und ich weiß, dass Sie das auch können. Sie können in Ihrem Inneren die Umstände erschaffen, die Sie erschaffen in Ihrem Inneren die Welt, die Sie im Äußeren erleben. Auch wenn im Moment alles so scheint, dass Sie überhaupt keinen Einfluss haben auf das da draußen. Und doch weiß ich, dass Sie es haben. Und wie Sie das machen und wie das geht und wie ich das gemacht habe und immer mehr mache, darum geht es am 11.11. um
20 Uhr im kostenlosen Online-Abend mit mir. Und wir werden natürlich zusammen meditieren und nochmal all diese Kräfte in Bewegung setzen, die uns darin unterstützen können, tatsächlich auch das zu erleben, was wir uns wünschen. Also ich freue mich riesig auf Sie und Sie können einfach hier drunter finden Sie den Link zur Anmeldung und sonst finden Sie den auch auf unserer Webseite. Also ich freue mich riesig, wenn wir eine große Gruppe von Frauen sind, die zur Schöpferin wird ihres Lebens und die ihren Anteil leistet, ihr Leben zu verändern und damit am Ende diese Welt zu verändern. Ja, ich habe hier gesessen und dann kam mir eben eine vielleicht für Sie ganz verrückte Frage in den Sinn. Und die Frage lautete, ich kam irgendwie auf Nelson Mandela und und dann gingen so meine Gedanken weiter. Ich saß hier und wollte mich auf diesen Podcast einstimmen und dann kam ich auf Nelson Mandela, der in meinem Leben ja viel bedeutet, weil ich in Südafrika gelebt habe und weil ich an dem Tag, an dem er frei kam und seine erste Rede hielt im Fußballstadion von Soweto, da war und diese unfassbare Kraft von ihm erlebt habe. Also mir fehlen immer noch die Worte, das, was von diesem Mann, diesem winzig kleinen Mann, der da unten auf dem Fußballfeld stand, vor 80.000 Menschen, was da von ihm ausging. Das hat mein ganzes Leben grundlegend verändert, zu erleben, was ein Mensch, dem das Schlimmste vom Schlimmsten vom Schlimmsten passiert ist, der Jahrzehnte im Gefängnis verbracht hat, der so viele Menschen, die er liebt oder geliebt hat, verloren hat an ein Regime, der gefoltert worden ist, dem seine Freiheit genommen wurde, was dieser Mensch trotzdem in sich trug an dem Tag, an dem er wieder frei gekommen ist. Und wo kam diese Kraft her? Und dann ging so eine ganze Kette in mir los, dass ich in den letzten Tagen ein Zitat wiedergefunden habe. Das hatte ich mir mal rausgeschrieben und das hatte ich irgendwo in eine Mail an mich selbst geschrieben. Das habe ich dann eben hier von dem Podcast nochmal rausgesucht. Und dieses Zitat ist von seiner letzten Ehefrau, von Graça Machel, einer ganz, ganz großen Frau auch. Und sie hat gesagt, eine machtvolle Frau zu sein, bedeutet die Möglichkeit, das Recht und die Verantwortung gleichzeitig zu haben, Entscheidungen zu treffen, die einen selbst und die Gemeinschaft besser machen. Ich sage den Satz nochmal. Eine machtvolle Frau zu sein, bedeutet die Möglichkeit zu haben, gleichzeitig das Recht und die Verantwortung zu haben, Entscheidungen zu treffen, die einen selbst und die Gemeinschaft besser machen. Deinen Einfluss zu nutzen, die Leben anderer zu verbessern, das ist es, was es bedeutet, eine machtvolle Frau zu sein. Und da dachte ich, wow, diese Macht, die haben wir. Die haben wir, egal wie die äußeren Umstände sind. Und ich habe mich gefragt vor dem Podcast, eben als ich die Augen geschlossen habe, das war wie so ein Film, dass ich, oder andersrum, ich habe mich nicht gefragt, sondern ich habe gefühlt, Ihnen die Frage zu stellen, was unterscheidet Sie eigentlich oder mich von Nelson Mandela, von Graça Machel, von diesen großen Menschen, von Martin Luther King, von Gandhi, wie die alle heißen. Was unterscheidet uns von denen? Und vielleicht sagen Sie, naja, die sind einfach viel stärker, viel größer als ich. Aber das ist nicht wahr. Sie haben nämlich etwas getan und das kann jeder von uns. Sie haben
wenn die ganze Welt gesagt hat, oder als die ganze Welt gesagt hat, so ist es, das ist die Wahrheit, das ist, wie die Gesetze sind, das ist, was wir glauben, das ist, wie es ist, haben sie gefühlt? Nein, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Und dann haben sie das, was ihr Herz gesagt hat, wichtiger als alles, alles andere genommen. Und das möchte ich Ihnen heute gerne nochmal rübergeben. Diesen Samen möchte ich gerne nochmal in Ihnen pflanzen, dass diese Menschen ihrem Herzen gefolgt sind. Und ich kenne unzählige Frauen, unzählige, im Laufe meiner über 20 Jahre, die ich diese Arbeit tue, die vor mir gesessen haben und gesagt haben, wissen Sie, ich mache da was, ich lebe da eine Beziehung, ich gehe da einer Arbeit nach, ich lebe eine Art von Leben, ich gehe auf eine Art mit mir um und ich weiß, das ist nicht richtig. Ich weiß, das sollte ich nicht tun. Ich weiß, ich mache mich damit kaputt und ich weiß, ich belüge mich und andere damit. Vor allen Dingen in Beziehungen. Ich kenne unfassbar viele Frauen, die mir auf die eine oder andere Art und Weise gesagt haben, wenn ich das so weitermache, dann belüge ich mich und ich belüge auch meinen Partner. Und solche großen Menschen, um nochmal Nelson Mandela zu nehmen oder auch Graça Machel, die sind in Umstände hineingeboren worden, wo es klar war, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Graça Machel ist in Mosambik aufgewachsen und das war eines der totalitärsten Regime, die es überhaupt gab von den Weißen. Die Portugiesen haben wirklich ein brutales Kolonialregime da aufgebaut. Und sie hat ihren Weg durch ihr Herz gefunden. Es gibt so viele, ich bin mir sicher, Sie kennen auch so einen Helden, der seinem Herz gefolgt ist. Nelson Mandela hat gesagt, nein, das ist nicht richtig. Und er hat sich von niemandem beirren lassen. Er hat gefühlt, dass die Klassifizierung anhand von Hautfarben absurd ist. Einfach nur absurd. Und wenn Sie jetzt für einen kleinen Moment mit mir die Augen schließen, so wie ich das eben vor diesem Podcast gemacht habe, und vielleicht sogar die Hand auf Ihr Herz legen und sich fragen, was tue ich, was lebe ich, was sehe ich da draußen, von dem ich weiß, dass es von meinem Herzen nicht wahr ist. Dass es mich auslaugt, dass es mich überhaupt nicht erfüllt, dass ich mich verliere, dass ich bei etwas in so einen inneren Schlaf gehe und einfach es geschehen lasse. Wenn ich auf meine Beziehung schaue, meine Beziehung zu meinem Partner, vielleicht aber auch meine Beziehung zu meinem Chef, zu meinen Kollegen, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern sogar. Wo bin ich nicht wirklich bei mir? Wo zeige ich nicht wirklich, wie es mir geht? Und früher habe ich auf meinen Seminaren, als ich noch Live-Seminare gemacht habe, den Frauen oft gegen Ende des Seminars eine Frage gestellt. Und die Frage lautete, wenn ich keine Angst hätte,
was würde ich dann tun? Und vielleicht können Sie Ihre Augen wieder schließen oder sie geschlossen halten und sich fragen, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich dann tun? Wovon würde ich loslassen? Wo müsste ich Klartext reden? Wo über meine Angst hinweggehen und all meinen Mut zusammennehmen? Wo müsste ich etwas Verrücktes tun? Womit müsste ich aufhören? Und wenn ich auf all das da draußen in der Welt schaue, was da gerade geschieht, bei all dem, was da im Moment die Politiker auf aller Welt so sagen und tun, was überall geschieht, rund um diesen Coronavirus und all die Turbulenzen in einzelnen Ländern, in der Natur, was bräuchte diese Welt am allermeisten, um zu heilen? Meine Antwort an dieser Stelle ist die Liebe. Ich merke in diesen Tagen, in denen wieder so viel Veränderung in unserem Leben ist. Und ich bin in diesen Tagen extrem herausgefordert. Es sind auch in unser Leben mehrere Dinge gekommen, die jetzt gar nichts mit Corona zu tun haben. Aber diese Corona-Zeit hat uns durch Corona so gut wie gar keine Herausforderungen geschickt. Aber wir haben in unserem persönlichen Leben einige Herausforderungen bekommen, wo ich im Moment kaum Raum irgendwie finde, um mal durchzuatmen. Und ich merke, dass ich an jeder Stelle, wo ich gezwungen bin, schnell eine grundlegende Entscheidung zu treffen, und das ist im Moment sehr oft, dass ich was entscheiden muss, aus mir ganz alleine heraus, weil diese Entscheidung jetzt gefordert ist, weil ich mich gar nicht fragen kann, ob ich entscheiden will oder nicht. Und ich merke, es gibt immer wieder den Unterschied zwischen der Entscheidung meines Herzens und der logischen Entscheidung. Und ich merke, wenn ich mit meinem Herzen entscheide, dann ist es oft auf den ersten Blick ein Risiko, das ist manchmal sogar verrückt, oder das könnte mir Einschränkungen bringen, das könnte dazu führen, dass ich was verliere oder weniger bekomme. Und jedes Mal, wenn ich es tue, ich frage mich, und oft sitze ich vor meinem Mann, und die Frage, die wir uns oft stellen, und vielleicht können Sie das ja auch zu einem kleinen Ritual in sich oder in Ihrer Familie machen, ist dann, was würde die Liebe tun? Und die Liebe trifft andere Entscheidungen. Ihr Herz weiß Dinge und wagt sich Dinge, die ihr Kopf sich oft nicht wagt und die er auch nicht weiß. Und wenn Sie mit dem Herzen entscheiden und wenn Sie sich fragen, was würde die Liebe tun, dann
ist es so, als ob sie von einem Moment auf dem anderen in einem kleinen Boot auf dem offenen Meer wären bei Wellengang. Aber es ist unfassbar, wie dieses Boot Halt findet auf dem Meer. Das stelle ich immer wieder fest. Und mittelfristig sind diese Entscheidungen, die sie vor ihrem Herzen entschieden haben und die ihnen die Liebe gezeigt hat, Entscheidungen, die ihr Leben voller machen. Und es sind, und da bin ich nochmal bei dem, was Graça Machel gesagt hat, es sind Entscheidungen, die nicht nur ihr eigenes Leben besser machen, sondern auch die Gemeinschaft. Und oft ist es so, dass sie dann vielleicht nicht so, auf der einen Seite nicht so hart sind, nicht so die Dinge durchkämpfen und durchdrücken. Und dann kommen die Dinge trotzdem zu ihnen. Und oft auf einem viel leichteren Weg. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn sie ihrem Herzen folgen, dass sie plötzlich eine unfassbare Klarheit an den Tag legen und sagen, da mache ich nicht mehr mit. Und sie so denken, oh, das gibt Ärger, das gibt Stress, da fliege ich aus der Kurve. Und sie fliegen vielleicht aus einer Kurve. Aber das ist eine Kurve, aus der sie lange hätten rausfliegen müssen, weil sie nämlich eine ganz andere Abbiegung nehmen müssen, wenn sie mit ihrem Leben in Einklang leben wollen. Und wir haben im Moment keine andere Chance, als unser Leben aufzuräumen. Und wenn unser kleines Leben aufgeräumt ist, wenn wir unseren Boden in unserem kleinen Leben fruchtbar machen und da kleine Dinge anfangen zu wachsen, dann verwandelt sich die Welt. Weil wenn das viele Leute tun, dann kommt dieser Wandel. Und wenn, da ist meine ganze Leidenschaft auch bei meiner Frauenarbeit, wenn viele Menschen jetzt so schnell wie möglich einen kleinen richtigen Schritt tun von ihrem Herzen, geführt durch die Liebe, dann gibt es schnell einen großen Wandel. Wir sind nicht machtlos. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen in unserem eigenen kleinen Leben. Wir können nicht da draußen die großen Dinge im Moment verändern. Und das führt bei vielen zu so einer Ohnmacht. Viele Frauen glauben, dass sie nicht in ihrer Beziehung was verändern können, weil da ja noch ihr Mann ist. Und wir haben immer dieses Gefühl, da draußen ist jemand, der bestimmt. Und das ist nicht wahr. Ich habe es in meinem eigenen Leben so oft erlebt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, ganz allein für mich, die dazu geführt hat allerdings, dass ich nicht mehr in dem Umfeld, in dem ich war, so bleiben konnte. Das hat mir oft die Komfortzone genommen. Aber es hat längerfristig immer eine Möglichkeit gegeben, dass mein Leben ein Stück mehr in Ordnung kam. Und wenn mein Leben ein Stück mehr in Ordnung kam und ich vorher vielleicht zu Leuten und zu einem gemeinsamen Weitergehen, so ein bisschen kuscheligen, unbewussten Zusammengehörigkeitsgefühl in meiner Ehe, mit meinen Freunden, mit meiner Herkunftsfamilie Nein gesagt habe und gesagt habe, das ist nicht mein Weg, das, was ihr glaubt, das glaube ich nicht mehr, weil das war oft ein Nicht-Mehr. Es gab eine Zeit, da waren die Art, wie die Leute um mich herum gelebt haben, richtig für mich. Und dann gab es eine Zeit, da wurde es immer unbequemer für mich. Weil ich gemerkt habe, nee, die dödeln da so ein bisschen alle vor sich hin. Und solange das gut geht, geht es gut. Aber es stimmt für mich nicht mehr. Ich muss aus meinem eigenen Dödelmodus raus, weil da gibt es eine andere Tiefe, da gibt es eine andere Intensität und da gibt es eine andere Wahrheit. Und dann bin ich alleine ein paar Schritte gegangen und habe so gedacht, ist das hier nicht schön, nicht gemütlich. Bisschen der dunkle Wald aus dem Märchen. Und dann, irgendwann kam ich wo an und da war viel mehr Verbundenheit. Da kamen vielleicht neue Leute, da haben sich plötzlich alte Leute auch
geändert. Und auf einmal war ich auf einer neuen Art verbunden und auf einer neuen Art in meiner Kraft. Und das geht immer weiter. Wenn Sie diesen Weg einmal für sich wirklich durchstiegen haben und sich trauen, dann sage ich Ihnen, wird Ihr Leben erstens für Sie selbst immer lebenswerter, immer erfüllender. Das heißt nicht, dass es immer bequemer, immer komfortzoniger wird. Das ist mein Leben nicht. Mein Leben ist keine Komfortzone. Aber mein Leben wird immer voller und es wird immer sinnvoller. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir wird immer mehr geschenkt, weil ich meinem Herzen folge und deswegen kann ich auch immer mehr schenken. Und ich möchte Ihnen sagen, es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen Menschen wie Nelson Mandela oder Garcia Marchel und Ihnen. Es gibt ihn nicht. Diese Menschen haben etwas getan, wozu ich sie alle einladen möchte. Das ist meine Arbeit im tiefsten Kern. Diese Menschen haben in einer Realität gelebt, die ihnen verkauft wurde als das einzig Mögliche. Und sie haben gespürt, dass es nicht ihre Realität ist, dass es nicht ihren Weg ist und dass es nicht das eigentlich einzig Mögliche ist. Und obwohl alle Umstände da draußen gesagt haben, das wirst du niemals hinkriegen, aus diesem Apartheidsland wirst du niemals ein freies Land machen können, du Nelson. Und du wirst ins Gefängnis kommen, wenn du das glaubst. Und du wirst gefoltert werden und du wirst deine Leute verlieren und die werden erschossen werden, wenn sie das tun, was du sagst. Und doch ist es irgendwann gegangen. Und es hat so oft in der Geschichte Zeiten gegeben, wo eine Tür aufgegangen ist, die niemand für möglich gehalten hätte, dass sie aufgeht. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo wir uns fragen, was soll nur noch geschehen mit dieser Welt? Und viele haben die Hoffnung verloren und sind ganz resigniert. Und jetzt braucht es sie, die sie mitten in einer scheinbar feststehenden Realität, die für sie nicht mehr stimmig ist. Für wen ist das, was auf diesem Planeten gerade geschieht, schon noch stimmig? Und trotzdem geschieht es immer weiter. Jetzt zu sagen, nein, ich gehe einen anderen Weg in meinem kleinen Leben. Schritt für Schritt. Und ich erschaffe in mir jetzt eine Realität, an die ich glaube und die mache ich in mir stark, weil das haben diese Menschen allesamt gemacht. Während die äußere Realität noch da war, wo sie war, haben sie in sich einen neuen Glauben und neue Eckpfeiler und eine neue Wahrheit erschaffen. Und die haben sie vorgelebt. Und sie können in sich das Gleiche tun. Ich weiß, als meine Ehe vor 20 Jahren so super unglücklich war und ich eigentlich keinen anderen Ausweg sah als die Scheidung, bin ich irgendwann, nachdem ich versucht habe, meinen Mann zu verändern, ihn irgendwie zu Gehirnwaschen, zu Herzwaschen, zu irgendwie waschen, habe ich gemerkt, es geht nicht. Und dann bin ich aufgestanden und habe von allem losgelassen. Und es war eine unfassbar große Chance da, dass diese Ehe zu Ende ist. Wenn ich meinem Herzen folge und mir eine neue innere Wahrheit aufbaue. Eine innere Realität, an die ich glaube. Und dann langsam sind die Dinge da draußen gefolgt. Und ganz langsam hat sich in Südafrika was verändert. Und ganz langsam hat sich in Deutschland, das getrennt war durch eine Mauer, was geändert. Und jetzt erlebe ich überall Menschen, die ganz langsam was in dieser Zeit des großen Umbruchs, der radikal bis brutalen Transformation auf unserem Planeten was ändern. Und wenn wir viele sind, und ich möchte viele Frauen bewegen im Moment in meiner Arbeit, dann wird sich ganz langsam an ganz vielen Stellen was verändern. Und wenn viele Menschen das verstehen, von dem ich weiß, welche unfassbare Kraft des Wandels darin liegt, und ich weiß, dass Wunder dadurch geschehen können, das ist die innere Arbeit, das ist der innere Wandel. Und Nelson Mandela hat gesagt,
Es ist nicht so schwer, diese Welt zu verändern. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verändern. Und erst das wird die Veränderung in dieser Welt schaffen. Das ist von ihm. Und das stimmt. Es ist ihr Job, sich da drinnen zu verändern. Und das geht. Und wenn sie das tun, dann werden sie für andere zu jemandem, dem man folgen kann. Für ihre Kinder, für ihren Partner. Die werden das erstmal vielleicht nicht freiwillig tun. Aber es wird geschehen. Und dann verändert sich was. Und wenn wir viele Frauen sind, wir waren letzte Woche in der Meditation, 3000 Frauen. Und wenn 3000 Frauen gemeinsam ihr Herz öffnen, das ist eine Welle. Das dürfen sie nicht unterschätzen. Das ist eine Riesenwelle an Kraft, die kann man sogar messen. Wenn 3000 Frauen sich in der Meditation zusammen auf Liebe ausrichten, das kann man messen. Das verändert was. Und sie haben die Kraft. Sie sind eine machtvolle Person. Und ich weiß, dass sie ihr Leben Stück um Stück erfüllter machen können, voller machen können. Und dass sie sehr wohl Anführer sein können. Erst in ihrer kleinen Welt und vielleicht ja auch in der großen Welt. Also ich hoffe, ich habe mit meinem spontanen Herzensimpuls Sie noch mal ein bisschen rütteln können. Und vielleicht ist ja die Zeit des Lockdowns jetzt eine Möglichkeit, noch mal tiefer in die innere Arbeit einzusteigen, die mein Leben so grundlegend verwandelt hat und erfüllt. Ich danke Ihnen sehr. Ich merke das, dass Sie mir bis hierhin heute zugehört haben. Dieser Podcast kam garantiert von Herzen und ich hoffe, er ist in Ihrem Herzen angekommen. Ja, vielleicht sind Sie jetzt motiviert, nochmal einzusteigen in einen großen Kreis von Frauen und in eine gemeinsame Meditation und in ein gemeinsames Herzöffnen, in ein gemeinsames Aufwachen in die eigene Kraft. 11.11., 20 Uhr, ein kostenloser Abend mit mir, wo es darum geht, wie Sie von drinnen nach draußen Ihr Leben verändern können, egal wie die äußeren Umstände sind. Sie sind machtvoll. Ob Sie das nun wollen oder nicht, ob Sie daran glauben oder nicht, Sie sind es. Und wie immer kann ich Ihnen nur sagen, Liebe kann alles und ich freue mich, wenn Sie bald hier wieder dabei sind oder am 11.11. dabei sind. Ach genau, den Link finden Sie hier unten. Tschüss! Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.